Weg hier, weg hier! Wir müssen ausweichen! Ausweichen! Weg hier! Ah, der klebt uns am Arsch! Unfassbar! Oh! Freunde und herzlich willkommen zu einem Let's Test, sage ich mal. Und zwar, wie ihr schon sehen konntet, zu Star Wars Squadrons. Und ja, wir werden das natürlich allerdings selbstverständlich nicht einfach nur so zocken, sondern natürlich selbstverständlich mit der VR-Brille, Alter. Mit der VR-Brille ist ein Muss. Ich habe es angemerkt schon mal vorab, schon ungefähr zwei oder dreimal schon mal gezockt jetzt auch mit VR. Und mit meinem Setup, zu dem wir jetzt kommen, nur im schnellen, groben Ganzen kurz erklärt. Und ich habe gemerkt bei der Steuerung, man muss natürlich erstmal kurz mal reinkommen, ne? Ein bisschen damit üben. Geht aber für den Anfang auch gut, man kommt schon gut rein. Aber man merkt auch, ich selber auch nach mehreren Malen, merke ich, wie es immer besser wird. Ja, man immer geiler rumfliegen kann damit und alles. Und in VR sowieso, also der Vergleich, du kannst es nicht mal vergleichen. VR mit normal zocken. Bei dem Spiel. Kannst du gar nicht vergleichen. Aber ist ja bei jedem VR-Game so. Ist ein Riesenunterschied. Bombastisch und ist auch ein Muss. Ein komplettes Must-Have. Komplett. Kann ich nur empfehlen, wer eine Brille hat. Und ja, da, wie ihr sehen könnt, ja, mein Setup habe ich mir extra dazu geholt. Extra für das Spiel. War auch schwer, sag ich mal, am Anfang ranzukommen. War ausverkauft dauernd. Ja, da war ich auch verwundert. Aber habe ein Glück doch was ergattern können. Und zwar haben wir hier schön, wie ihr sehen könnt, ich habe hier ein Glück auch zwei Tische. Zwei kleine Tische. Anstatt das zusammen zu haben, lieber in Real. Ist bei dem Spiel auch so. Da hat der Charakter nämlich auch seine Hand irgendwie da hinten mit dem Schubregler. Hier ist der Schubregler. Links, ne? Und auf der rechten Seite eigentlich unser Goldstück. Mit dem machen wir eigentlich alles. Hier hinten zwar auch ein paar Kleinigkeiten wie Boost, ne? Und den normalen Schub. Und Ziel anvisieren, aber das war es auch meistens. Und hier mit rechts machen wir alles. Laser abfeuern, Raketen abfeuern, lenken, drehen, wenden. Ja, alles eigentlich. Auch den die Energie umleiten auf Laserstrahlen oder auf den Boost oder auf Schild und so weiter. Ja, und Abwehrraketen und so was. Also da steckt alles mit drinne. Und ja. Habe ich auch schon mal erzählt, dass dieses Handling auch sehr, sehr nice ist. Also auch die Auflagefläche mit meiner Hand, wenn ich drauf bin. Man merkt, man hat alles im Griff einfach komplett. Ich habe hier nur eine kleine Unterlage noch drunter, damit es mir nicht zu doll verrutscht. Aber man hat hier echt fetten, oh, geil, festen Griff. Und fühlt sich auch wirklich sehr gut an. Und ja, wie ihr seht. Und die zwei Tische vor allem, was noch ein Vorteil ist, wo man vorher nicht dran denkt. Ich habe die Tische so an meinem Bein auch vor allem dran, ne, gepresst und habe ja die VR-Brille drauf, auf. Und da hat man nochmal das Gefühl, weil die Tische gegen die Beine drückt, weil die Tische gegen die Beine drücken, fühlt sich das halt wirklich so leicht an, kann man sich einbilden, als würde man wirklich im Cockpit sitzen, ne, weil halt, ja, ist halt ein bisschen eng und alles und dann spürt man, ah, mehr Platz ist da nicht. Also ist auch ein geileres Feeling, auch noch was, auch noch ein Pluspunkt ist mit diesem Setup. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir einen Let's Test einfach nur. Ihr könnt ja auch gerne Bescheid sagen, falls ihr Bock habt, vielleicht die Story zu sehen, dass wir zusammen die Story spielen. Aber erstmal habe ich mir gedacht, wird das erstmal nur ein Let's Test, wo wir mal gemeinsam mal zusammen reinschauen. Ihr auch nochmal so einen kleinen Anblick habt, auch gerade mit diesem Setup. Ich werde auch versuchen, mal gucken, ob es klappt. Ich denke schon. Noch meinen Camcorder auf die Seite rechts zu packen, dass ihr dann beim Fliegen eine kleine Facecam eingeblendet habt, wo ihr seht, wie ich hier beim Fliegen denn hier alles hier benutze, ne? Und ja, mal schauen. Ich freue mich, hoffe ihr auch und würde ich sagen, starten wir los, Alter.
So, und da sind wir auch schon. Hör mal. So, bei diesem Let's Test, nur mal, wir machen es aber in ganz Schnellfassung, weil wir wollen ja jetzt hier nicht groß rumquatschen. Wir wollen ja auch was sehen, ne? Wir wollen ja das Fliegen sehen und wie es mit dem Setup geht und so. Einen Eindruck verschaffen. Für die, die das Spiel nicht kennen, nur hier im ganz Groben und Ganzen. Man hat hier vier verschiedene Schiffe, die man nehmen kann. Das letzte ist hier so ein Unterstützungsschiff eher, was die anderen mehr unterstützt, als andere Gegner zerstört. Kann man natürlich auch mit dem Laser, aber der ist mehr dazu gedacht, die anderen zu unterstützen, quasi auch reparieren und so weiter. Oder eine Geschützmine, wie man hier sieht, kann man auch verteilen. Und hier Versorgung halt, die verbündeten Schiffe halt dann auch zu reparieren, wenn die Hilfe brauchen oder mehr Material brauchen und so weiter. Hier können wir auch ganz viel noch dazu holen. Wir können ja Punkte sammeln hier. Seht ihr bei mir da 3 Ruhmzahlen 600. Da können wir uns immer feine Sachen kaufen von. Zum Beispiel hier im Cockpit Sachen wie Hologramm. Dass man sein Schiff so ein bisschen schmückt innen, ne? Kann man ein bisschen schön schmücken. Hologramm. Figuren kann man hier auch haben. Ja, hatte ich schon gekauft. Skywalker können wir hier auch mal reinpacken. Klasse. Skywalker, Skywalker. Und so andere Figuren, andere Sachen. Dass man so ein bisschen nicht allein ist im Cockpit, ne? Dass man ein bisschen Hilfe und Unterstützung hier hat. Dekorativ gesehen. Und hier kann man sich noch was auch noch ranhängen, ne? Das kann man bei jedem Schiff so machen. Wenn man genug Punkte gesammelt hat, hier zum Beispiel Ruhm, kostet es 1200. So viel haben wir nicht mal gerade. Hab auch schon ein bisschen was ausgegeben. Und nicht nur Waffen kann man so dazu verbessern, die man abfeuern kann, Raketen oder sonst was. 2 kann man benutzen oder einspeichern halt. Ablenkungsraketen zum Beispiel, wenn man von einer Rakete verfolgt wird, gibt es auch verschiedene Sachen. Ne, auch Sensorstörer. So eine Sachen. Nein, nicht kaufen. So. Und dann kann man auch noch sein Schiff auch noch ein bisschen aufrüsten. Je nachdem, was man möchte, ob man mehr für die Geschwindigkeit aufrüsten möchte, schneller sein will oder die Gesundheit vielleicht erhöhen möchte, gibt es für jeden was dabei. Ne? Gibt's für jeden was dabei, Alter. Meine Sprache ist schon wieder on point heute, Alter. Ist für jeden was dabei. Ja, kann man sich jeweils immer selbst aufrüsten. Individuell vor allem. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und ja, das ist schon mal im Groben und Ganzen alles. Genauso wie Schilde. Gibt es auch verschiedene Varianten, wie man seine Schilde stärker macht. Oder den Schild komplett stark macht, dafür aber Gesundheit einbüßt. Alles so eine Sache. Ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Triebwerke auch genau das gleiche alles. Ja, kann man sich alles selbst aufrüsten. Nur, dass, damit ihr es mal, ja, das Spiel noch nicht kennt, mal gesehen habt. Und so ist es halt bei allen Schiffen so, ne? Bei Imperium auch. Und... Gute Wahl. Muss auch sagen, bei dem Setup hier mit den Joysticks, man muss natürlich sich auch erstmal am Anfang auch erstmal die Tasten merken, wo was ist, ja? Das ist schon mal ganz wichtig, habe ich gemerkt. Und... Hier hat man auch zum Beispiel, habe ich mir auch schon was gekauft, Hologramm. Darth Vader hier. Dann haben wir immer Darth Vader, unseren Herrn, immer bei uns hier im Cockpit. Hör mal. Schön. Der Unterstützer. Ja, hier. Gute Wahl. Also. Gut. Nur mal das fürs schnelle Zeigen, ne? Für die, die es interessiert. Ansonsten legen wir jetzt los. Wie gesagt, das ist ein letzter Test. Und ich weiß nicht, wie ich es schneide. Kann sein, dass es daraus auch 2 Folgen werden. 2 Let's-Tests-Folgen. Muss mal schauen. Könnte sein. Als erstes machen wir nämlich Weltraumgefecht. Da kämpfen wir einfach nur gegen andere Flieger. Ja, sag ich mal. Da würde ich sagen, legen wir los, ne? Und dann geht's richtig los. Alter, let's go. Und dann könnt ihr vielleicht auch sehen mit dem Camcorder... wie ich hier so ein bisschen damit, hier dann mit dem Setup hier auch arbeite. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen interessant, falls er auch vielleicht selbst überlegt, das zu holen. Ja, werden wir schauen. Gut, let's go, baby. Oh mein Gott. Alarm! Alarm!
Alarm! Auf zu den Schiffen, wir werden angegriffen. Verdammt nochmal. Leute, wir werden angegriffen. Los jetzt. Ich hoffe, ich habe den Sprachchat ausgestellt. Steht immer vor, ihr zockt einfach gemütlich so am Bildschirm und dann kommt so ein Typ wie ich mit der VR-Brille so. Oh, los jetzt, Leute. Alarm. Denkst du dir auch, what the fuck, wen habe ich hier im Team, Alter? Nee, nice. Ich muss euch auch sagen, ich bin mega süchtig, ey. Da ist er, DNC! Voraus fliegt er auch noch. Unfassbar. Kommt, Leute. Titan 3, in Bereitschaft. Titan 4, ich bin bereit. Titan 1, ich bin bereit. Titan 5, ich bin bereit. Scheinbar hat die neue Republik eine Staffel geschickt, um euch auszulöschen, Titan-Staffel. Wie töricht! Zerstört sie alle! Alles klasse! Sieg oder Tod. Reißen wir die Rebellen mit in den Abgrund. Komm jetzt! Alter, wie viel hält denn der aus? Kann nicht wahr sein. Wo bist du? Alter. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Ach du Scheiße. Scheiße, Scheiße, Laser, Laser. Habe ich abgewehrt? Oh, okay, abgewehrt. Sauber. Wir müssen erstmal weg hier. Wieder abwehren. Sauber. Repariert. Ja, klebt eins einer am Arsch, ey. Mine. Kann nicht wahr sein. Alter, in VR einfach der Knaller, ey. Mehr kann man es nicht sagen. Also es gibt keine Worte dafür. Ey! Pilotenfehler? Was? Okay. Ich überlege gerade. Einfach mal nur mal kurz Just for Fun. Auch beim Let's Test können wir ja nochmal hier auch mal das Schiff mal kurz nebenbei. Zuschauen kann man natürlich auch, glaube ich. Sonst schon. Ich bin hier. Ey, der eine, der hat da so viel gefressen. Unfassbar. Wie hat denn der das überlebt? Alles klar. Bestätigt. Ich komme. Die haben mich erfasst. Alter, so schnell tot? Willst du mich verarschen? Okay. Vergiss es. Wir bleiben beim harten Ding, ey. So, zuschauen können wir auch hier. Oh. Ja, die kommt von überall. Scheiße, wir sind ganz allein hier. Alter, ich bin alleine. Wo sind meine Leute? Hier ist einer. Na, komm her, du Sack. Komm her, du Sau. Feuer! Nein! Die ist daneben gegangen! Attackiert dieses Ziel! Seht ihr das? Schaltet es aus! Alter! Also ich habe schon mal besser gezielt mit dem Joystick. Die haben mich im Visier! Ja, der jagt mich jetzt, der sagt. Ich habe eine Rakete abgefeuert. Gar nicht übel. Ja, keine. Kill! Wir haben gekillt! Sauber! Das war unsere Mine. Ja, das war natürlich sehr gut. Rakete im Anflug. Der Sack, ich will ihn. Alter, ich komme. Ey, jetzt hier die erste Runde, Alter. Das kann nicht wahr sein.
Ja, ey, ist erste Runde. Sonst bin ich wirklich besser. Da bin ich immer... Okay, jetzt bin ich zwar auch Zweiter, aber... Da ist immer Kampf um Ersten und Zweiten. Okay. Man braucht auch natürlich sein Team als Unterstützung. So, zwei Leute folgen dem. So, Attacke. Ja, sauber. Schön erwischt. Comebackle. Geht klar. Übernehm ihn. Der Feind hat mich erfasst. Faule Rede mit. Ich brauche Hilfe. Hilfe. Aufpassen, Titan. Kann mir einer helfen? Alter, ich sehe nichts mehr. Okay, nein, der Sack hat meine Reparatur weggenommen. Arsch. Ah, okay, es war ein Glück noch ein knappes Rennen. Also wenn wir jetzt gleich nochmal zu unserer, wenn ich zu meiner Höchstform gleich endlich mal aufsteige, dann reißen wir die locker weg. Gute Zeit, Weg. Freunde. Vielleicht können wir ein bisschen von oben kommen. Von der Seite. Boah, die sind zu dritt! Feuer! Hau den weg da! Sauber! Der lebt noch? Wie lange lebt der denn? Weg damit jetzt hier! Ja! Sie eliminiert, Titan. Endlich! Kein Problem, Mann. Dafür bin ich doch da. Oh, der Sack, der Sack. Feuer. Haha. Wow, 2020. Alles klar. Da hinten war einer. Nicht im Visier. Und das soll wehgetan haben. Ich brauche Reparaturen. Jetzt. Nicht nur Reparaturen, ich brauche Hilfe. Ah, oh, scheiße, es ist ein echt knappes Rennen, ey. Bis 30 geht's. Ja, Beschleunigung ist. Ja, okay, der ist natürlich schneller, ey. Komm, lass sie nochmal. Jetzt haben sie keine Chance. Nicht nehmen. Leute, Vollgas jetzt hier. Attacke! Feuer! Erwischt den Hengst! Den Hengst! Wie komme ich auf Hengst? Kein Hengst! Ja, Mann, du warst mir im Weg, Alter. Hier, warte, angeben. Rache haben wir auch noch bekommen. Hilfe, Hilfe! Der Sack. Der will mich, der will mich. Das Ding geben wir ihm nicht. Das Ding geben wir ihm nicht. Feuer! Alter, was für Heckmeck. Ja, okay. Rakete, erfasst uns. Da. Den holen wir uns. Kommt, Leute, den holen wir uns. Bam, 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 bam. Ja. Ich hab dich gerettet, Titan 2. Haha. Ja, noch zwei Kills. Okay, okay. Hier ist einer. Da hinten. Komm, Visier an hier, hör mal.
Die fette Rakete. Jetzt. Scheiße. Scheiße daneben. Ja. Sehr gut, Leute. Noch ein. Mine abfeuern. Nein. Nein. Ach man, wir hatten den einen fast jetzt. Oh nein. Kommt, 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 kommt. Los jetzt, einen noch. Jetzt komme ich. Attacke. Ja. Sauber. Unaufhaltsam, Killserie 3. Sauber. War natürlich gegen echte Spieler. Man kann gegen KI spielen, aber das ist dann halt dieses Spezielle auch gegen Flaggschiffe und sowas. Oder irgendwie so. Kriegsschiffe und so. Das werden wir dann wahrscheinlich als zweite Folge haben dann. Beim Let's Test. Nee, ist doch gut. Ist doch gut. Was? Um Gottes Willen. Alarm! Alarm! Wir werden angegriffen! Zu den Schiffen, Leute! Zu den Schiffen! Yeah! Und auch noch die geile Karte. Ihr seht, so ein geiles Licht hier, der... Vanguard 3 in Bereitschaft. Vanguard 2 bereit zum Kampf. Vanguard 1, ich warte. Was? Piloten, bei Galitan wurde eine imperiale Staffel gesehen. Zerstört alle Jäger und hütet euch vor fliegenden Felsen. Alles klasse. Die Republik zählt auf uns. Machen wir Mon Mothma stolz. Sauber! Sperrfeuer, haha! Ah! Oh, wir sind Erster. Nee, die Karte ist so geil wegen dem Licht. Habt ihr ja schon gesehen. Wegen dem Licht einfach geil. Dieses Licht, das ist so geil. Ich liebe diese Map. Wie so ein brennender Planet dort irgendwie so. Boah. Vanguard Staffel, ich bin unterwegs. Habt ihr gesehen, wir waren am Anfang schon irgendwie beschädigt, hä? Das war voll der komische Fehler. Alles klar. Und hier seht ihr auch bei denen hier, hier haben wir viel mehr freie Sicht links und rechts. Beim Imperium halt nicht, da haben wir nur vorne. Alles klar. Komm her, mein Freund. Komm, 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 komm. Hey! Oh nein, 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 komm! Starte! Weg hier! Oh, die Rakete hat nicht getroffen, glaube ich. Reparieren. Feuer! Boah! Nein, der ist nicht tot. Komm. Sauber. Wird erfasst. Scheiße. So, jetzt nehmen wir mal kurz zur Abwechslung mal den schönen. Den mag ich auch. Der ist schön klein, schnell und wendig. Ich habe den natürlich auch ein bisschen aufgerüstet, dass er ein bisschen schneller ist. Dann sehen wir hier auch nochmal was anderes. Oh, guck mal, der Kleine. Schön klein und wendig. Mit dem haben wir auch so eine Mine, die wir hinter uns ablassen können. Komm, den holen wir uns.
Guck mal, wie schön wendig und schnell der ist. Hammer. Boah. Du verfolgst meinen Freund? Und mit dem haben wir Raketen. Da können wir mehrere Raketen abfeuern. Wenn wir ihn gut anvisieren. Ah, jetzt ist er hier hinter. Nehm mich ins Visier. Vergiss es. Hi. Na, wie geht's? Feuer! Scheiße, scheiße! Killcam! Der wurde aber auch abgeschossen, oder? Keine Ahnung. Ah, ist wieder so ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier, aber. Und wir bleiben nochmal kurz bei dem. Wieder mit von der Partie. Oi, oi, oi! Hör mal, hier geht's aber ab. Raketen voll. Was? Arsch. Aber wir haben die Mine. Scheiße. Oh, du Sack. Die Minen helfen auch immer sehr gut. Woo! Hör auf, mich zu verfolgen. So, wo sind denn hier welche? Ey! Oha! Was ist mit ihm los? Ja! Okay, Pferd. Hilfe! Habe Ärger am Hals. Weg hier! Vollspeed! Ey, das war doch genau richtig. Boah, ja, wir haben einen gekillt mit unserer Mine. Hammer. Dafür sind die Minen halt mega geil. Komm her. Komm, den holen wir. Den holen wir uns. Komm. Sackgesicht, du. Was? Die Schlacht ist völlig offen, Vanguard. Wir müssen gewinnen. Ja, ich weiß. Haben wir noch Raketen? Ah, ist erstmal Cooldown-Phase. Wir können ja unsere Energie immer umlenken. Ja! Vanguard 2, du bist jetzt sicher. Gut gemacht. Ich verliere nie. Ich, komisch. Ich verliere nie. Ja, wir können immer unsere Energie umlenken. Seht ihr hier dort das blaue, rote und grüne? Das grüne ist Schild. Alle Energie auf Schild einsetzen. Rote ist alles auf Laser. Und das blaue auf Geschwindigkeit. So, jetzt können wir noch Raketen abfeuern hier. Warte. Anvisieren. Feuer! Komm, holt ihn euch. Feind hat dich erfasst. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Guck mal, der will uns umrunden hier, aber wir sind wendiger. Achtung, wir haben da ein Problem. Brauch Hilfe. Okay, wir hauen ab. Mine, gesetzt. Okay. Jag das in die Luft. War nicht gerade spaßig. Ah, der verfolgt uns, die Sau. Okay, sauber, sauber. Die haben uns geholfen. Da ist einer. Okay, Volldampf. Oh, scheiße. Ah, einer ist durch. Sauber. Geil. Alter, das meine ich. Das macht so einen fucking Bock, Leute. Wer das nicht in VR spielt, tut mir leid.
Mir wird auch wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Es ist komisch. Obwohl man hier sich dreht und wendet, es wird einem irgendwie nicht schlecht. Aber probiert es erstmal lieber in der Demo bei Battlefront 2, glaube ich, war das. Wie ihr euch damit fühlt. Aber ich wundere mich selber. Auch durch das Drehen und Wenden hier, mir ist nicht schlecht. Ich kann das stundenlang spielen. Oh, scheiße, jetzt wird's eng. Brauch Hilfe. Scheiße. Ja, manchmal, aber manchmal habe ich Tage, da klappt es gut, aber man merkt, ich muss manchmal selber auch noch ein bisschen besser steuern hier mit dem Zielen, mit dem Laser. Verleg dieses Ziel. Weg hier, weg hier. Wir müssen ausweichen. Ausweichen. Weg hier. Ah, der klebt uns am Arsch. Unfassbar. Oh. Reparatur. Immer noch am Arsch. Verleg dieses Ziel. Ich brauche Hilfe, Leute. Hilfe. Kann ich lange abhauen. Noch eine Mine. Was? Was ist denn los? Okay, warte, den holen wir uns. Drei Raketen! Oh, scheiße. Jag das in die Luft. Ah, ja, wir werden verfolgt. Oh nein, wir haben hier keine Deckung. Oh, oh, gut, wir sind geschützt. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das Schiff ist in schlimmem Zustand. Boah! Aber ist nice, ne? Boah, macht das Bock. So, wir wechseln. Oh, das ist ja knappes Rennen wieder. Oh nein, komm. Wir müssen alles geben. Jetzt gehen wir mal mit dem wieder rein. Weil der Kleine hat natürlich auch weniger Gesundheit. Ihr solltet das Imperium vor mir warnen. Nein! Der Feind hat mich erfasst! Ja, ich hab's fast geschafft, mein Gott. Jetzt nur nicht übermütig werden. Alter, keine Chance. Scheiße. Keine Chance. Ja, keine Chance. Was? Doch! Geil. Oh, wir stehen ganz vorn hier. Oh, jetzt zeig mal her hier. Oh, geil, wir haben es doch noch geschafft, ey. Was? Ich bin nirgendwo dabei? Wollt ihr mich verarschen? Ja, aber jetzt eben wirklich wieder vor, der kleine Flitzer, Alter. Boah, mit dem durch die ganzen, durch die Deckung, durch die ganzen Steine und so alles zwischendurch und so, bam, und in VR. Und dann auch mit dem Setup hier. Oh, macht das Laune. Ich will meistens immer gar nicht mehr weg davon und dann rennt der Tag davon. Ist einfach so. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich es schneiden werde, ne? Ich gehe mal jetzt davon aus, dass ich daraus zwei Teile machen werde. Einmal hier diesen Weltraumkampf und einmal dieses andere, speziellere, was ein bisschen größer ist. Da wird es dann auch eine Folge geben von. Denke ich. Und ja, an der Stelle erstmal natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr könnt euch so einen kleinen Eindruck verschaffen und euch macht es auch Bock, allein schon zuzuschauen. Es macht auf jeden Fall, selbst zu spielen in VR, 100% tausendfach mehr Spaß als zuzuschauen. Das ist schon mal auf jeden Fall ganz klar. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal.
zur nächsten Folge. Macht's gut und haut rein. Wir sehen uns, wenn es wieder weitergeht. Mit einem etwas größeren Kampf. Und der geht auch länger. Kann auch schon bis zu einer halben Stunde dauern. Circa. Und ja, da sind wir dann gespannt, wenn wir da zusammen reinschauen. Gut, haut rein und ciao.